Gilderoy Lockhart und Quirinus Quirrell sind beides Harry Potter Charaktere, die auf jeden Fall in dieser Geschichte einen bleibenden Eindruck hinterließen. Heute geht es um eine Geschichte, die die beide vereint. Und zwar, wie Gilderoy Lockhart Quirinus Quirrells Tod verursacht haben könnte. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werde ich eine Theorie diskutieren, die ich gefunden habe, die sich um Quirinus Quirrell, Voldemort und keinen geringeren als Gilderoy Lockhart dreht. Konkret werde ich erklären, wie Lockhart das Leben von Quirrell ruiniert hat. Ihr fragt euch vielleicht, was haben Quirrell und Lockhart eigentlich miteinander zu tun? Haben sie überhaupt miteinander interagiert? Erscheinen sie im gleichen Buch oder im gleichen Film und sind sie überhaupt in einer Schule zum gleichen Zeitpunkt gewesen? Und die Antwort ist natürlich nein. Aber diese spezielle Theorie greift ein bisschen tiefer als das. Die einzige lose Verbindung im Kanon zwischen diesen beiden ist, dass sie beide zu unterschiedlichen Zeiten den Posten des Professors für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts innehatten. Quirrell war der Professor im ersten Jahr von Harry Potter im Stein der Weisen, während Lockhart im zweiten Jahr in die Kammer des Schreckens auftritt, nachdem Quirrell bereits besiegt wurde. Meine Theorie, oder vielmehr die Theorie, die ich gefunden habe, besagt, dass diese beiden Männer sich möglicherweise ein Jahr vor Harrys Einschulung in Hogwarts in 1990 begegnet sind. Um das zu verstehen, müssen wir einige Aspekte ihrer Hintergrundgeschichten betrachten, um zu erklären, wie sich ihre Wege in der Zeitlinie von Harry Potter gekreuzt haben könnten. Beginnen wir mit Quirinus Quirrell. Quirinus Quirrell war ein englischer Halbblutzauberer, der in den 1960er Jahren geboren wurde. Als er alt genug war, begann er Hogwarts zu besuchen und wurde dem Haus Ravenclaw zugeteilt. Quirrell war ein ungewöhnlicher und empfindlicher Schüler, der oft gemobbt wurde, was seine Faszination für die dunklen Künste verstärkte. Er strebte nach Anerkennung und Respekt, den er durch die Magie zu erlangen hoffte. Lockhart wiederum wurde ebenfalls in den 1960er Jahren als Halbblutzauberer geboren, genauer gesagt im Jahr 1964. Er hatte zwei Schwestern, aber er war das einzige magische Kind der Familie. Lockhart war sehr klug und gut aussehend, entwickelte aber ein aufgeblasenes Ego, als er feststellte, dass er magisch begabt war und die anderen nicht. Bei seiner Einschulung in Hogwarts im Jahr 1975 wurde er jedoch mit der Erkenntnis konfrontiert, dass er nur ein weiteres magisches Kind war, nicht das einzigartige Wunderkind, das er in der Muggelwelt war. Beide Männer landeten im Haus Ravenclaw und hatten trotz ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten ähnliche Gefühle der Unzulänglichkeit. Quirrell zeigte während seiner Schulzeit eine besondere Affinität zu den dunklen Künsten und schloss Hogwarts mit beeindruckenden Noten ab. Nach seinem Abschluss übernahm er die Stelle als Professor für Muggelkunde in Hogwarts. Doch die Schikanen, die er als Kind erlebt hatte, beeinflussten seine späteren Handlungen sehr. Lockhart dagegen entwickelte im Laufe seines Lebens betrügerische Verhaltensweisen, um sein Ego und seinen Ruf zu stärken, was bereits in seiner Kindheit begann. Obwohl die Methoden von Lockhart sich von Quirrells Methoden unterschieden, zeigen ihre frühen Jahre viele Parallelen. Nachdem wir nun ihre Hintergrundgeschichten festgestellt haben, möchte ich erläutern, wie ihre Geschichten miteinander verbunden sind und wie Lockhart unabsichtlich dazu beitrug, Quirrells Leben zu ruinieren. Im Jahr 1990, nachdem Quirrell mehrere Jahre als Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtet hatte, nahm er sich eine Auszeit, um Erfahrungen aus erster Hand zu sammeln. Sein tatsächliches Ziel war es jedoch, Lord Voldemort zu finden und Anerkennung zu erlangen. Er fand Voldemort auch. Doch das traf nicht ganz nach Quirrells Plan zu. Voldemort manipulierte ihn nämlich und kontrollierte ihn leicht, was schließlich zu seiner Besessenheit durch den dunklen Lord führte. Voldemort beschreibt, wie einfach es war, Quirrell zu manipulieren, wie folgt. Ein junger Zauberer, naiv und leichtgläubig, kreuzte meinen Weg im Wald, den ich zu meinem Zuhause gemacht hatte. Oh, es schien genau die Gelegenheit zu sein, von der ich geträumt hatte, denn er war ein Lehrer an Dumbledores Schule. Er war leicht zu manipulieren, er führte mich zurück in dieses Land und nach einer Weile nahm ich seinen Körper in Besitz, um ihn genau zu überwachen, während er meine Befehle ausführte. Was die Charakterstärke betrifft, war Quirrell ziemlich schwach, aber er besaß überdurchschnittliche magische Fähigkeiten und war äußerst intelligent. Es ist also schwer vorstellbar, wie ein so geschwächter Voldemort Quirrell so leicht manipulieren konnte. Und genau hier kommt Gilderoy Lockhart ins Spiel.
Nach seinem Abschluss in Hogwarts reiste Lockhart durch die Welt, um seine Minderwertigkeitsgefühle zu überwinden. Er strebte danach, eine Legende zu werden. Das führte zu seiner glänzenden Karriere als Autor, in der er die Zaubererwelt mit seinen Geschichten von Heldentaten informierte. Er bändigte Drachen und überwältigte dunkle Zauberer. Doch der Clou daran war, dass er der Einzige war, der das je miterlebt hatte. Es gab keinerlei Beweise. Durch seine Erzählungen wurde er berühmt und hinterließ bei den meisten Zauberern einen wirklich positiven Eindruck. Aber natürlich wissen wir, dass Lockharts Charakter eine ziemlich düstere Seite hat. Er war ein Meister des Gedächtniszaubers und nutzte genau dies, um seine Existenz zu inszenieren. Lockhart war kein Drachenbändiger oder Trollbezwinger, sondern ein Schwindler, der sich die Geschichten wirklicher Zauberer anhörte, ihre Erinnerungen löschte und dann ihre Erfolge als seine eigenen ausgab. Meiner Überzeugung nach war Lockhart genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, als Quirrell 1990 nach Albanien reiste. Quirrell suchte Voldemort, während Lockhart einen arglosen Zauberer suchte, um ihm seine Leistungen zu stehlen. Hier ist, wie es meiner Meinung nach abgelaufen sein könnte. Quirrell und Lockhart begegneten sich im Wald von Albanien. Da sie beide ehemalige Ravenclaw-Schüler waren und nur wenige Jahre voneinander getrennt in Hogwarts waren, kannten sie einander. Sie begrüßten sich und tauschten Höflichkeiten aus. In diesem Moment offenbarte Quirrell Lockhart, dass er Voldemort aufgespürt hatte und informierte ihn darüber, dass sie sich im selben Wald befanden, in dem sie sich gerade unterhielten. Zu dieser Zeit wusste niemand viel über Voldemorts Aufenthaltsort und als Lockhart von Quirrells Entdeckung erfuhr, sah er eine große Chance darin. Lockhart, der eine Legende werden wollte, stellte sich sofort vor, auf der Titelseite des Tagespropheten zu stehen. Gilderoy Lockhart, der Mann, der Lord Voldemort gefunden hat. Um sicherzustellen, dass er der Einzige war, der Lord Voldemort fand und auch entkam, und um seine eigene Berühmtheit zu sichern, setzte er sofort seinen berüchtigten Gedächtniszauber ein. Leider übertrieb er es ein wenig mit dem Zauberspruch gegen Quirrell. Dies führte dazu, dass Quirrell nach der Begegnung in einem verwirrten, beeinflussbaren Zustand zurückblieb. Nachdem der Zauber gewirkt hatte, überließ Lockhart Quirrell einfach sich selbst, im Wald. Kurz darauf traf Voldemort auf Quirrell und fand ihn leicht manipulierbarer als jemals zuvor. Da Lockhart ein Feigling war und niemals selbst gegen Voldemort antreten würde, ist es unwahrscheinlich, dass er tatsächlich nach ihm suchte. Er kehrte einfach nach England zurück und behauptete, er habe Voldemort gefunden. Doch kurz bevor er nach Hause ging, beobachtete Lockhart aus der Ferne Quirrells Interaktion mit Voldemort. Aus Angst für Quirrells ungewisses Schicksal zur Verantwortung gezogen zu werden und in Furcht vor Vergeltung seitens Voldemort, beschloss er, niemandem jemals von dieser merkwürdigen Reise nach Albanien zu erzählen. Quirrell wusste ja nichts mehr, weil er verzaubert wurde. Dadurch wusste Voldemort auch nichts und er musste einfach nur schweigen. Und so war er aus dem Schneider. Trotzdem hatte er das Leben von Quirrell auf dem Gewissen. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Theorie und dem Video. Was haltet ihr davon? Denkt ihr wirklich, dass Gilderoy Lockhart Quirinus Quirrells Leben ruiniert hat? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast zu diesem Thema, einem anderen Thema oder irgendeinem anderen Video von mir, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.